Ja, Conny, gestern aus Amsterdam zurückgekommen, morgen geht es nach Bukarest zum entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine. Ja, wie ist es bisher aus deiner Sicht gelaufen und wie blickst du auf das Duell am Montag mit der Ukraine? Ja, schlussendlich haben wir jetzt ein Entscheidungsspiel gegen die Ukraine, wo wir auf jeden Fall punkten müssen. Und ja, so bereiten wir uns jetzt vor. Jetzt war es einfach wichtig, nach dem anderen Spiel uns wieder zu regenerieren, zu vollen Kräften zu kommen. Und ja, das haben wir bis jetzt gut gemacht. Mhm. Morgen fliegen wir schon wieder hin, dann brauchen wir ein kurzes Abschlusstraining und dann wollen wir 3 Punkte holen gegen die Ukraine. Ja, Conny, du hast das gleich angesprochen, regenerieren und zu Kräften kommen. Wie schaut dein Energielevel, dein Kraftlevel momentan aus? Gegen Niederlande bist du sogar 60 Minuten rausgegangen, ein bisschen was gespürt oder auch nicht gespürt. Wie hoch ist dein Energielevel ganz einfach? Ja, schlussendlich haben wir 2 intensive Spiele gehabt, da ist jeder ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es einfach in der Zeit, was wir jetzt haben zwischen den Spielen, jeder Einzelne einfach das zu machen, was ihm gut tut. Das habe ich gemacht und jetzt 2 Tage nach dem Spiel geht es natürlich wieder besser. Jetzt haben wir nur einen Tag morgen, haben wir heute einen ganzen Nachmittag Zeit zum Regenerieren. Und ich denke, wenn wir 4 Tage dazwischen Zeit haben, sollten wir alle wieder bei voller Kraft sein. Servus Conny, ja, du hast gesagt, Punkten, 3 Punkte wären natürlich optimal. Was muss im Offensivspiel sich tun, damit ihr ganz einfach wirklich für Druck sorgen könnt, damit auch du zum Beispiel aus der Etappe mit Dynamik mehr zur Geltung kommst? Was hat da bis jetzt noch nicht so optimal gestimmt und was braucht ihr, damit ihr da wirklich gefährlich vor das Tor kommt? Ich bin der Meinung, wir brauchen einfach mehr Tiefe im Spiel, wir brauchen mehr tiefe Laufwege, dass wir einfach die Abwehr vor Aufgaben stellen, dass einfach die immer auf was reagieren müssen. Dann brauchen wir einfach auch ein schnelles Spiel, der letzte Pass muss ankommen, das ist immer sehr wichtig, sage ich jetzt mal. Wir waren dann auch in Holland, haben wir trotzdem immer ein paar Situationen gehabt, wo wir dann eigentlich gut im gegnerischen Drittel waren, aber dann einfach die letzte Dynamik geführt haben, der letzte Pass einfach geführt haben, der kleine Kreativmoment einfach, dass dann die 100%ige Chance kommt, das hat einfach gefällt. Und ja, da müssen wir einfach alle einen Step nochmal drauflegen jetzt im letzten Spiel, dass wir da einfach wieder mehr Kreativität, mehr tiefe Läufe im letzten Drittel haben, dass die 4er-Ketten einfach die Verteidigung einfach auf mehr Aufgaben zukommt und einfach mehr reagieren muss. Und der Drago sagt, ihr trainiert das mitten in die Tiefe gehen, dahinter sagt, es wird zu wenig trainiert. Wo ist jetzt die Wahrheit? Ja, liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Wir brauchen einfach mehr Tiefe. Ob das jetzt wirklich trainiert werden muss, ist wieder die andere Frage. Es muss einfach klar sein, wenn wer am Ball ist, dass wir einfach mehr tiefe Laufwege brauchen von jedem Einzelnen. Das ist dann auch schlussendlich egal, wer vorne spielt, wer im Mittelfeld spielt, dass man einfach, sag ich jetzt mal, wie vorher schon gesagt, die Abwehr einfach vor Aufgaben stellen, weil du kannst einfach dadurch viele Räume erzeugen und du gibst einfach den Passgeber, der was einfach im Ball gerade hat, mehrere Optionen damit. Und so ist einfach für jede Mannschaft schwieriger. Und wenn das einfach nicht der Fall ist, dann ist es für uns schwieriger und für die Gegner einfach auch leichter zum Verteidigen. Aber ja, das haben wir jetzt auch trainiert und jetzt ist einfach wichtig, dass wir das auch ins Spiel umsetzen. Die Ukraine spielt jetzt mit einer Viererkette im Gegensatz zu den ersten 2 Gegner, die ihr gehabt habt. Inwiefern ändert sich da jetzt das komplette, die komplette Ausrichtung eurerseits und was erwartest du da? Ja, schlussendlich ist es die Aufgabe vom Trainer, das System festzulegen, wie wir einfach am besten gegen die Ukraine spielen werden und welchen Plan er sich dann einfallen lässt, werden wir dann alle am Montag sehen. Was ist bei der Ukraine für dich jetzt da das, was sie auszeichnet? Was ist gefährlich bei ihnen? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr physische Mannschaft, was wir schon gesehen haben. Die haben einfach sehr körperliche Spieler in der Mannschaft, laufen viel, arbeiten viel, sind sicher gefährlich bei Standards. Und ja, wir müssen einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde dagegen halten. Und dann haben wir sicher auch die Qualität, dass wir dann vorne, wenn wir das so machen, wie dann auch angesprochen worden ist und auch besser machen wie in den anderen 2 Spielen, dann werden wir zu unseren Chancen kommen. Und natürlich ist das wichtigste Credo, dass hinten die Null steht, weil wenn hinten die Null steht, dann schaut es sehr gut aus. Ja, daran anschließend vielleicht, hinten die Null steht. Es ist ein bisschen, natürlich die Ausgangsposition, ein bisschen besonders, dass beiden Mannschaften unentschieden reichen könnte. Wie legt man so ein Spiel an und wie erwartet so vielleicht auch die Ukraine für diese wirklich... die quasi in der Position ist, dass er X für sie natürlich reicht, die von vielleicht ein bisschen abwarten dagegen kennt. Wie erwartest du das? Das kann gut sein, dass diese abwartend reagieren wird, uns den Ball überlassen und dann einfach auf Konter spielen. Das haben ja die anderen 2 Mannschaften gegen uns jetzt auch gemacht in den ersten 2 Spielen. Die haben ja eigentlich auch eher gewartet, dass
auf, sage jetzt mal, auf Umschaltsituationen. Das kann uns auch wieder erwarten jetzt in dem Spiel, aber grundsätzlich schauen wir auf uns. Wir wollen unser Spiel durchziehen und wollen natürlich einfach auf Sieg gehen, weil alles andere, glaube ich, liegt uns nicht, und ich bin auch kein Fan davon, irgendwie so abwarten zu spielen, auf Unentschieden zu spielen. Das finde ich nie gut. Darum finde ich es einfach wichtig, dass wir unser Spiel durchziehen, auf Sieg gängern, und ja, das ist das Wichtigste. Das Tor von Stefan Leiner gegen Nordmazedonien war eines der wenigen, das sich vor der Pause gelungen ist, wenn man die letzten 10, 12, 15 Partien hernimmt. Ist das Zufall? Wie geht man in so eine Partie rein? So eine Art Überfallstaktik, ist sowas heutzutage überhaupt auch möglich, dass man von Anfang an Druck macht? Oder gibt es das einfach, weil dann vielleicht der Gegner müde wird, oder dass man meistens erst in der zweiten Halbzeit trifft? Ja, das liegt ja da wieder am Gegner, wenn man einfach schaut, wie tief manche Mannschaften stehen. Einfach, da braucht man auch Geduld über 90 Minuten und einfach muss man sich dann irgendwie den Gegner zurechtlegen, dass man dann auf den richtigen Moment, auf den richtigen Augenblick wartet, wie du sagst, also dann der eine oder andere vielleicht mir ist und dann der andere Raum, der eine größere Raum entsteht, sage ich jetzt mal, dass du einfach die Situation dann fertig spielen kannst, dass es einfach dann gefährlich wird, weil heutzutage kann jeder schon gut verteidigen über 90 Minuten, und da braucht man dann auch eine gewisse Geduld und eine gewisse Qualität im Passspiel, in der Spielvorbereitung von meinem letzten Drittel, dass dann dieser kreative Input kommt, wie es beim Sabi zum Beispiel war mit den super Pass jetzt gegen Nordmazedonien. Dann kann es einfach passieren, dass du einmal so kurz Tor machst. Aber schlussendlich ist da einfach Geduld wichtig und präzises Passspiel, und dann bin ich ja zuversichtlich, dass wir Tore machen werden gegen die Ukraine. Wann es dann ist mir eigentlich egal, ob es in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit ist. Herr Leiner, nochmal eine Frage. Es war ja 2016 so, dass Portugal mit 3 Unentschieden weitergekommen ist. Sie haben das eben schon angesprochen. Wäre das so ein Horrorszenario, wenn man da jetzt hockt im Quartier und man weiß nicht, man ist vielleicht Dritter und muss dann irgendwie hoffen, wie die anderen spielen, dass man dieses Szenario auf jeden Fall vermeidet? Ja, erstens mit der Herr Leimer, nicht der Leiner. Das ist ein Unterschied mit M und N. Und zweitens, natürlich wollen wir die Situation verhindern, dass wir da jetzt mit 3 Punkten nach dem letzten Spiel da sitzen und dann irgendwie warten müssen, wie die anderen spielen. Also wir wollen das am Montag fix machen. Conny, ich habe dich eigentlich jetzt gegen die Niederlande so zum ersten Mal außer Puste gesehen, so in einem Match. Sonst sagen alle deine Teamkollegen, du bist entweder Marathonläufer gemeinsam mit Xaver in dem Match. Was ist eigentlich so, wenn du dich erinnern kannst, so der Bestwert, was du so in einem Match einmal abgespult hast? Boah, kann ich da jetzt nicht wirklich sagen, aber mir war es immer schon so, dass ich mal da gestanden bin und boostet habe, aber danach ist es wieder gegangen, als ich laufen habe können, weil das ist in einem anderen Spiel auch schon mal vorgekommen. Aber was jetzt genau der Bestwert, weiß ich nicht, aber ja, schon ein paar Kilometer habe ich schon mal abgespielt in Spielen, und das ist natürlich immer mein Ziel, einfach so der Mannschaft zu helfen durch meine Laufstärke, und das werde ich auch im nächsten Spiel versuchen.